Und Leipzig hat wirklich alles probiert. Und wir waren aber stärker. Das ist jetzt schon die frühzeitige Entscheidung für beide Teams, in welche Richtung es so ein bisschen geht dieses Jahr. Wie geht's deiner Wade? Das hat sich noch nicht rausgestellt. Ich konnte gestern noch keine MRT machen. Aber es ist nichts Schlimmes. Die Frage ist nur, wird es was Schlimmes? Pass is deep. The pass is caught, but dropped in the end. So no. And there may be an injury on top of it. Du hast schon so einen Schreckmoment immer, wenn du ein Spiel zum Beispiel jetzt hast und da liegt dann jemand auf dem Boden und du siehst dann, dass der Arzt darüber muss. Da denkst du dir natürlich im ersten Moment, muss man auch ganz ehrlich sagen, erstmal für den Spieler, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Aber dann aus der Franchise-Sicht ist jetzt gleich der zweite Gedanke, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Wir reden ja auch immer über das höchste Level, das ist ja die NFL und da ist es ja auch, alles sagt man, es ist ein Business. Bei uns ist es auch ein Business, aber gleichzeitig bist du nicht in dem Business, wo du 60 Spielern Millionen Gehälter oder hunderte Tausende von Euros gibst, die du auch einfach austauschen kannst, weil es gibt auch nur so viele Spieler, ne? Also heißt, du musst dich echt darum kümmern, dass dein Team so gesund wie möglich bleibt. Du brauchst Top-Spieler. Diese Top-Spieler haben die Möglichkeit, für dich Spiele zu gewinnen oder zu verlieren. Und wenn dann da natürlich so viele sich verletzen oder immer ein weiterer sozusagen nicht spielt, dann kannst du auch manchmal ganz schnell sehen, also vor Augen sehen, dass deine Saison ganz schnell kippt halt, ne? Wir hatten echt einige Verletzungssorgen mit in das Spiel genommen. Wir hatten zum Beispiel Robin Wilczek, hatten wir zwar mitgenommen, mit der Hoffnung, dass er dann spielen könnte. Beim Pregame haben wir aber schon gemerkt, dass es nichts wird. Der Start von dem Spiel war schon wieder Horror, ja. And a return in a seam, and it's just gonna be the kicker against the returner. Geht gleich wieder am Kickoff. Kickoff Return fast durch. Jonas hat dann noch das Tackle gemacht. Wir wollen im Spiel bleiben und wir wollen zu jeder Zeit als Defense-Coordinator zumindest der Offense die Chance geben, das Spiel zu gewinnen. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Wir waren zu diesem Zeitpunkt 1-2, haben zwei starke Teams gehabt, gegen die wir verloren haben, haben den Pflichtsieg gegen Istanbul geholt. Und jetzt spielen wir Leipzig, die auch schlecht in die Saison gestartet sind. Vierten Viertel, also wir haben defensiv wirklich sehr stark gespielt. Wir haben die Leipziger Offense kontrolliert, wir haben Turnovers geholt, wir haben den Quarterback gepressured und dann haben wir mit einem langen Pass zugelassen, der zu einem Touchdown geführt hat. Und das war, glaube ich, der einzige offensive Touchdown, auch den die Leipziger hatten in diesem Spiel. Und der kam aber zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, nämlich im vierten Viertel. Also direkt nach dem Spiel war mir klar, dass das ein großes Ding war. Aus der Nummer kommst du eben auch nur raus, wenn du ein gutes Team bist. Wenn du wirklich ein Team gebaut hast auch, wenn du wirklich füreinander einstehst, wenn du wirklich weißt, du kannst dich aufeinander verlassen und wir werden daraus arbeiten. Am Ende des Tages, die Rolle, die ich habe, das hatte ich ja auch noch nie. Ich war noch nie mit Football involviert, wo ich nicht einen direkten Impact hatte im Spiel. Also ich war ja sonst immer ein Spieler mit American Football, ich war ja nie ein Trainer. Und diese Rolle, das hat erstmal ein paar Wochen gedauert, damit klarzukommen, dass ich kann nichts in diesem Moment tun. Du musst diesen Spielern und Coaches jetzt vertrauen, die du probiert hast, hier ranzuholen. Deswegen umso wichtiger, das Rekrutieren halt für mich, ne? Das ist mein Impact. Ich muss gucken, wie schaffe ich die bestmöglichen Spieler hierher zu holen in unseren Limitations halt, ne? Unter den ganzen Regeln, unter Salary Cap, die es ja alles gibt von der ELF. Und dann muss dein Coaching-Staff den Rest machen am Ende, ne?
Ich war, die ersten paar Spiele war ich ja auch nicht an der Seitlinie, weil ich mir eigentlich gesagt hatte, ich will den Coaches den Platz, den Raum geben. Weil ich wusste, wenn ich an der Seitenlinie bin, dann kann ich auch nicht mehr Mund halten, dann bin ich viel zu involviert. So, und wir sind 1-3 gegangen und dann bin ich aber an die Seitenlinie gegangen, weil ich einfach gesagt habe, ich kann das auch, weil es wird was schief laufen. Es ist American Football. Ja, es ist sehr, sehr selten, auch wenn du die Top-Teams aus dem letzten Jahr anguckst, sie haben nicht 12 Spiele perfekt gespielt halt, ne? Der amtierende Champion Wien oder das Jahr zuvor Frankfurt, ne? In dem ersten Jahr war es Frankfurt, jetzt im zweiten Jahr Wien. Auch sie hatten ihre Spiele, die sogenannten Trap Games. Wenn du nicht fokussiert reinkommst, kannst du auch mal ein Spiel verlieren halt, ne? Und das ist einfach so, wo ich dachte, okay, vielleicht macht es doch Sinn, an die Seitenlinie zu gehen und ein bisschen die Erfahrung, die ich als Spieler gesammelt habe, ein bisschen dieser Mindset halt, ne, den ich auch immer habe oder auch hatte als Spieler, den an der Seitenlinie zu verbreiten, wenn mal auch was nicht gut läuft und so. Und ja, dann haben wir 6 Spiele auch hintereinander gewonnen und dann war es für mich auch so, ja, ich muss an der Seitenlinie bleiben halt, ne. So, und ja, ist auf jeden Fall, war sehr aufregend, die Rolle auch generell Sportdirektor, Co-Owner und so involviert zu sein. Boah, da hatte ich mehr Schmetterlinge im Bauch vor so einem Spiel als wo ich ein eigener Spieler war in der NFL. Köln war für uns, da haben wir den Bock umgestoßen. Der Turning Point sozusagen von der Saison, ob das eine Losing Season oder eine Winning Season ist, muss auf jeden Fall das Spiel zu Hause gewesen sein gegen die Wroclaw Panthers. Das ist jetzt schon die frühzeitige Entscheidung für beide Teams, in welche Richtung es so ein bisschen geht dieses Jahr. Das war schon ein besonderes Spiel, ne? Wir waren zu Hause, es war wirklich Kopf an Kopf. Wir waren eigentlich das bessere Team, haben aber dann selber wieder Fehler gemacht und haben sie wieder rangelassen. Wir in Overtime das Spiel gewonnen haben und Jock Crawford in der Overtime da durchrennt und den Touchdown scored und damit sozusagen den Home Run haut. Da haben wir zusammengehalten, da haben wir gekämpft und haben am Ende des Tages den Sieg sozusagen reingeholt. Ja, das war ein Spiel, da mussten wir die Mannschaft nicht motivieren. Also dieser Don, der saß wirklich tief aus dem Hinspiel, das muss man ganz klar sagen. Dieses Spiel gegen Leipzig gewinnen, dann ist für Leipzig eigentlich die Saison gelaufen.
Und Leipzig hat wirklich alles probiert. Und wir waren aber stärker. Diese Qualität, die wir gegen die Panthers das erste Mal gezeigt haben, die konnten wir mit rüberbringen. Also auch durch Ups und Downs in dem Spiel, Leipzig wieder rangekommen und so, haben wir es trotzdem zu Ende bekommen mit einem Sieg. This is a fucking way to go into a bye week! Yeah! 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 Three in a row, guys, we fucking deserve a break right now. Okay? Hey, good job. This is again, we're getting there. There's this team effort here. Let's go. Okay, everybody picks everybody up. Yes, sir. Doesn't matter, okay? No fucking turnovers. Yeah. Let's go. That's three.